Sturmwarnungen in Deutschland. Das Bundesligaspiel zwischen Köln und Mönchengladbach wurde schon abgesagt. Hoffen wir mal, dass die Leitungen heute reichen, damit wir um 21:30 Uhr deutscher Zeit ein wirklich tolles Duell sehen können. Oklahoma City gegen die Boston Celtics. Und noch einige weitere Partien gleich. Otspedia, the Sports Betting Community. Und bevor wir die Spiele anschauen, um die es sich heute dreht, ganz kurz ein Blick auf die letzte Woche. Da hatten wir hier die Tipps 56, 57 und 58 ganz unten. Zwei richtig, eins verkehrt. Die Pistons haben tatsächlich in Overtime gewonnen gegen die Denver Nuggets. Und insgesamt ist die Bilanz jetzt bei 58% richtigen Tipps. Eine durchschnittliche Quote von 1,81, einem Einheitenplus und auch einem positiven Yield von 9,1%. Was macht denn die Tabelle? Da sieht es so aus: Wir haben die Milwaukee Bucks weiterhin mit weitem Vorsprung auf Position 1. Das wird sich auch nicht ändern. Die Boston Celtics auf Position 3, 6 Spiele in Folge gewonnen, 9 zu 1 aus den letzten 10 Spielen, haben sich im Gegensatz zu dem einen oder anderen Team bei der Trading Deadline gar nicht mehr bewegt, hätten ja bestimmt den einen oder anderen interessanten Spieler zum Traden gehabt, haben sich aber entschieden, das Team so zu halten. Das gleiche hat das Überraschungsteam im Westen getan, die Oklahoma City Thunder. Die haben die gleiche Bilanz: 9 Siege, eine Niederlage aus den letzten 10 Spielen, jetzt sogar die Dallas Mavericks überholt und fast gleich auf mit Chris Pauls Ex-Verein, den Houston Rockets und den Utah Jazz, die beide gegeneinander spielen, und dementsprechend könnte sogar Oklahoma nach der heutigen Nacht vor einem dieser beiden Teams sein. Sie haben 4 Spiele in Folge gewonnen und ja, geht doch ganz gut ab. Was fällt uns sonst noch auf? Detroit hier auf der 11, Andre Drummond abgegeben gegen eigentlich nichts, gegen keinen guten Draftpick, gegen einen Brandon Knight, der auch irgendwie mal seine besten Zeiten hinter sich hatte, als er zumindest nicht verletzt war. Also Wahnsinn, wie wenig du eigentlich für so einen Drummond bekommst, der von den Statistiken immerhin, muss überlegen, 18 Punkte, 15 Rebounds und ein paar Blocks bestimmt noch holt. Verrückte, verrückte Nummer. Hätte ich nicht erwartet, dass sie ihn erstens wirklich zu so einem schwachen Preis abgeben und dass sich die Cleveland Cavaliers ihn schnappen, denn die sind derzeit Letzter, haben Tristan Thompson, der holt auch relativ viele Rebounds, haben Kevin Love, okay, das ist ein Stretch 4, Stretch 5, da kann Drummond immerhin noch positiv da weiterhelfen, aber so richtig viel Sinn macht der Trade für beide Teams nicht, für Detroit höchstens noch, weil Drummond hat halt eine Klausel, dass er nächstes Jahr seinen Vertrag verlängern kann für stolze 28,2 Millionen, und das wollten die Pistons eventuell sparen. Was fällt uns noch auf? Hier Philadelphia, 4 der letzten 5 Spiele verloren. Da hört sich auch nicht ganz so gut an, was man aus dem Lockerroom hört, leider. Die Pacers jetzt mit 5 Niederlagen in Row. Ich glaube, das ist sogar ziemlich genau seitdem Oladipo wieder aufläuft. Schade, denn den Jungen mag ich sehr gerne, und sobald der wieder in Normalform ist, werden die auch garantiert wieder gewinnen. Aber das ist auf jeden Fall hier eine spannende Geschichte. Und im Westen jetzt Dallas, ein 50-50-Team eigentlich, wenn Doncic nicht dabei ist. Und der wird jetzt auf jeden Fall noch bis zum All-Star-Break, denke ich, fehlen. So 3, 4 Spiele auf jeden Fall noch. Und Memphis weiterhin. Genauso wie die Portland Trailblazers, ein Team, was heute Nacht, glaube ich, spielt und die eine der positiven Überraschungen sind. New Orleans, jetzt ist er dabei. Zion Williamson, tolle Statistiken in den ersten Spielen aufgerufen. Und ich denke, auch hier ist der Playoff-Zug noch nicht abgefahren. Aber jetzt lang geredet, lasst uns doch mal das allererste Spiel anschauen, das die Thunder gegen die Boston Celtics sind. Schauen wir mal, ob die Jungs schon mal gespielt haben. Am 3. Februar und am 26. Oktober 2018, das ist ein bisschen zu spät. Aber lass mich mal überlegen, 3. Februar 2019, die haben in der Saison noch nicht gegeneinander gespielt. Dementsprechend nicht so interessant. Beide mit einem Winning Streak, 4 Siege in Folge für Oklahoma, 6 für Boston. Ich habe mir Pre-Match eigentlich überlegt, dass die Boston Celtics
das bessere Team sind oder Favorit sind. Jetzt kann es da sein, dass Jaylen Brown und Gordon Hayward nicht spielen, aber ich finde, sie haben trotzdem ein Team, was Oklahoma bezwingen kann. Unser Deutscher Daniel Theiss spielt auch nicht. Von daher finde ich hier zwei Spielerwetten sehr interessant. Es gibt ja bei dem einen oder anderen Anbieter, zum Beispiel Bet365, ohne da jetzt Werbung zu machen, aber da hat man die Option, Double-Double zu tippen. Ich finde sehr, sehr interessant, dass man ein Double-Double auf Steven Adams setzen könnte. Gibt eine Quote von 4,5. Wie gesagt, Theiss nicht dabei. Enes Kanter ist zwar eine Rebound-Maschine, aber keine Defensivmaschine. Das heißt, auf Kanter könnte man auch mal überlegen, ob ein Double-Double Sinn macht, aber definitiv auf Adams finde ich die Quote 4,5 am allerattraktivsten. Ansonsten sehe ich hier die die Boston Celtics vorne. Und dann lass uns mal schauen, was wir hier für Handicaps haben. So sicherlich nicht. Das Over-Under vielleicht als erstes. Ha, man sieht hier, ich habe mein eigenes Studio. Da funktioniert noch nicht jeder Mausklick perfekt. Also, wir haben hier zwei Mannschaften, die viel scoren können. 215 Punkte, so eine attraktive Linie, eine 1,8er Quote. 216, 217, immer noch 1,9. Also ich denke, hier im Bereich 215 bis 218 ist eigentlich jede Wette wirklich attraktiv. Das merken wir uns mal für später. Und ansonsten die Handicaps bei der ausgeglichenen Quote, keine großartige Überraschung, dass das hier so bei 1,5 liegt. Und da macht es eigentlich jetzt nicht zwingend Sinn, was drauf zu gehen. Vielleicht plus 2,5, wenn man enges Spiel erwartet auf die Celtics. Oder aber wenn ihr sagt, nee, Oklahoma macht das, dann natürlich auf Oklahoma gehen. Aber die finde ich jetzt in diesem Fall wirklich nicht so interessant. Andere Spiele, und hier ist auch gleich einer meiner Lieblingstipps. Die Atlanta Hawks empfangen die New York Knicks. Atlanta, weiterhin auch klar eine Enttäuschung, genauso wie die New York Knicks in dieser Saison. Die Knicks mit 4 Siegen, aber in Folge, gestern gegen dezimierte Detroit Pistons gewonnen, haben jetzt auch noch ihren Morris abgegeben nach L.A. zu den Clippers. Aber Atlanta hat sich wirklich ganz gut verstärkt mit Clint Capella, mit Deadman von Sacramento, hat ja vorher schon in Atlanta relativ gut gespielt. Und gestern hat Trae Young im Spiel gegen die Celtics nicht gespielt. Und ich denke, Young sind dabei, Deadman sind dabei, Capella sind dabei. Und wenn Capella und Collins gut harmonieren, dann spricht für mich absolut nichts, was man mit den Knicks anfangen sollte. Also klar, die haben jetzt in Folge gewonnen gegen Detroit, gegen Orlando, da im vierten Viertel den Turnaround geschafft. Cleveland kann man auch mal bezwingen. Indiana, fairerweise Respekt. Aber irgendwann glaube ich, dass die Hawks mal gewinnen werden oder gewinnen müssen. Und in dieser Saison haben sie bisher einmal hoch verloren, 143 zu 120. Kann man auch nochmal hier schauen, was die Over anders hergeben. Aber die reine Siegwette finde ich wirklich sehr, sehr spannend auf Atlanta. Jetzt hier mit einem Handicap von plus 2, plus 2,5, gibt auch dann eine gute 1,9er Quote, das Klassische eigentlich. Aber schauen wir mal, was die Buchmacher sich hier überlegt haben bei den Over-Under. Man muss schon auf 224 runtergehen, um auf die 1,9 zu kommen. Kann man sich überlegen, überlegen wir auch noch im Laufe dieses Videos, ob uns diese Wette gefällt. 76ers gegen die Bulls. Ja, habe auch gerade im Eingang schon gesagt, es rumort ein bisschen bei Philadelphia, einer der Meisterschaftsfavoriten im Osten. Sowohl Embiid als auch Horford haben öffentlich gesagt, dass alle Probleme intern bleiben, aber sie sind in der Kabine da. Interessanterweise haben sie eine unglaublich starke Heimbilanz, erst 2 Niederlagen. Und wenn man sich jetzt mal die Statistik anschaut, dann
21 Niederlagen insgesamt, also 19 Auswärtsniederlagen, also eigentlich krasse Statistik. Insgesamt wirklich eine bisher enttäuschende Saison, aber ich glaube, bei Philadelphia wird erst am Schluss abgerechnet. Sie haben jetzt das erste Spiel gegen Chicago, da 100 zu 89 eigentlich einen Easy Win reingeholt. Die werden auch das daheim gewinnen. Da steht gar nichts anderes zur Debatte. Da finde ich blöd gesagt, die 1,15 schon fast value-haltig. Aber klar, sie haben jetzt gerade Memphis rausgeschossen aus der Halle und eine offizielle Line hier so bei 11, 12 Punkte ist für mich nicht interessant genug. Dafür sind die 76ers auch nicht gefestigt genug. Deshalb werde ich das nicht anspielen. Das nächste Spiel hier, die Washington Wizards gegen die Memphis Grizzlies. Die Grizzlies haben das bessere Team. Das steht außer Frage, zeigt auch der Rekord. Aber Washington ist wenigstens so eins, die seit Jahren, kann man eigentlich fast sagen, auch wenn es um nichts Größeres geht als für sie um Platz 8, trotzdem um diesen Platz 8 kämpfen und nicht einfach tanken, wie das vielleicht andere Mannschaften machen. Haben wir auch zwei Deutsche da in den Reihen mit Bonka und Wagner. Jetzt haben sie gerade mit einem quasi Buzzerbeater die Dallas Mavericks besiegt, ganz knapp 119 zu 118. Und jetzt geht es also gegen Memphis, die Achter sind. Also es spricht hier sehr, sehr viel für ein punktereiches Spiel. Sie haben bereits einmal gegeneinander gespielt, da gab es 139 Punkte. Wenn man hier auch die letzten Spiele anschaut, ich glaube nicht, dass irgendwann mal Washington anfängt, eine defensive Identität aufzubauen. 100, auch hier von den eigenen Scores, 151, 131, das sind schon Wahnsinnsergebnisse. Und Memphis gibt eigentlich auch immer Vollgas, ne? Also dann lass uns mal hier schauen, was die Over-Unders hergeben. Ansonsten würde ich hier auch den reinen Memphis-Sieg bevorzugen, weiß aber auch noch nicht, ob ich das genau anspiele. Man sieht hier auch die Line bei 140 Punkten ungefähr. Nicht interessant genug für mich. Diese ganz hohen Zahlen mag ich gar nicht. Utah Jazz bei den Houston Rockets. Skandalentscheidung. Damian Lillard mit seinem Buzzerbeater, nee, nicht Buzzerbeater, aber zumindest Ausgleich-Layup. Der hat ja nicht gezählt, weil Rudy Goberts Goaltending nicht erkannt worden ist. Jetzt hatten sie wirklich eine schwache Serie, allerdings auch gegen wirklich gute Gegner. Vier Niederlagen, eins davon gegen San Antonio, Denver, Portland. Und nochmal Denver. Also es sind schon gute Gegner, wo sie auch ja, Chancen hatten zu gewinnen. Und jetzt mit ein bisschen arg viel Glück gegen Portland gewonnen. Also muss man sich fragen, wie es weitergeht. Houston, wie gerade eben schon gesagt, die haben den Capella abgegeben. Jetzt gegen Phoenix auf den Sack bekommen. Gegen die Lakers ohne Center oder besser gesagt mit PJ Tucker als Center gewonnen, musste dich auch erstmal trauen, so zu spielen. Und jetzt ist die große Frage: Ist das Spiel der Rockets sowas von Small Ball schnell genug, dass Utah sagt, nee, wir verzichten ein bisschen auf Gobert? Oder sagt Utah, oder besser gesagt Coach Snyder, wir geben jetzt Vollgas mit Gobert und danken denen die Fresse ein? Ich hoffe ja eher auf Zweiteres. Also, die Rockets sind bestimmt als Offensivmannschaft jetzt noch attraktiver geworden oder spielen noch mehr komisch, je nachdem, ob man den Spielstil mag oder nicht. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was die letzten Jahre auch immer in den Playoffs Zunder gegeben hat und dementsprechend haben bestimmt beide Mannschaften Bock zu gewinnen. Sollten sie auch, ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig, wer dann am Ende den Tiebreaker hat. Man sieht hier, das ist das zweite Spiel der Serie. Das erste haben die Rockets 126 zu 117 gewonnen. Und da waren Westbrook und Harden nicht dabei, aber der Eric Gordon hat einfach mal 50 Punkte aufgelegt. Ich vermute oder ich hoffe, dass es hier da die Revanche von Utah gibt. Und dementsprechend wollen wir uns diesen Utah Jazz Sieg, der hoffentlich passiert, mit einem Handicap absichern. Ich habe ja nicht umsonst mich mal heute für das Jazz-T-Shirt entschieden, auch wenn offensichtlich das hier eigentlich gelb sein sollte, aber der Chroma Key nicht so ganz gut läuft, wie ich das erwartet
hätte oder erhofft hätte. Also Jazz plus 5 für eine 1,75 oder klassisch eine 4 oder 3,5, so um die Zweierquote. Das gefällt mir sehr gut. Ich denke, Jazz plus 5 ist etwas, was ich am Ende auch einloggen werde. Die Cavaliers gegen die Clippers. Keine Ahnung, ob die Cavaliers wirklich jetzt schon mit Jamal auflaufen werden heute. Aber die Clippers haben mir gestern mal komplett auf den Sack bekommen. 142 Punkte gegen Minnesota kassiert. Der erste Sieg von Karl Anthony Towns seit Ende November. Ich glaube, 16 Niederlagen in Folge hat er zu verantworten. Die Timberwolves hatten 13 in Folge. Ein Sieg gegen die Clippers hat denen bestimmt gut getan. Haben jetzt auch ein, zwei komische Trades gemacht. Aber ich glaube, D'Angelo Russell wird sich wohler in Minnesota fühlen und Wiggins besser in Golden State oder bei den Golden State Warriors. Und ja, für Minnesota geht es alles darum, einfach den Towns glücklich zu machen. Aber jetzt reden wir hier von den LA Clippers. Die haben das erste Spiel haushoch gewonnen. Back-to-back-Spiel. Ich denke, dass Doc Rivers den Vollgas auf die Eier gehen wird und das wird einen Blowout-Sieg dementsprechend geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass LA jetzt zwei Siege abschenkt gegen zwei Nicht-Playoff-Teams oder Lottery-Teams, andersrum gesagt. Jetzt schauen wir uns auch hier einmal kurz die Quoten an. Besser oder hier die Lines. So bei einer 8,5 kann man auch auf jeden Fall anspielen. Also das gefällt mir schon sehr. Ich glaube, die hauen Cleveland mit 20 Punkten weg. Das glaube ich wirklich. Mal schauen, ob es am Ende auch so kommt. Hier, das letzte Spiel des heutigen Abends oder der heutigen Nacht sind die Portland Trail Blazers gegen die Miami Heat. Und da haben wir eine 1,69 auf Portland, eine 2,35 auf die Freunde aus Miami. Schauen wir auch mal hier, wie die letzten Spiele so gelaufen sind. Ich glaube, ich habe im letzten Video schon alles dazu gesagt, zu der Leistung zu dem Kollegen Damian Lillard. Total verrückte Statistiken, es geht weiter, immer noch mit seinen 40, 30 Punkte spielen. Das erste Spiel hat Miami 122 zu 111 gewonnen. Jetzt schauen wir mal hier, Portland mit viel Pech oder Unvermögen der Schiedsrichter verloren in Salt Lake City bei den Utah Jazz. Davor die Spurs vermöbelt, gegen Denver kann es mal auf den Sack geben. Davor die Jazz vermöbelt, in LA gewonnen. Ich glaube, das Spiel hat aber kein Laker Fan bezüglich des Resultats interessiert. Miami, Niederlage gegen Miami, Niederlage gegen die Clippers. Davor Philadelphia richtig vermöbelt. Also das war ein heftiges Spiel. Da ging alles bei denen. Und Sieg gegen Orlando. Jetzt schauen wir mal hier uns noch was anderes Interessantes an, nämlich die Verletzungssorgen bei den Heat. Iguodala, den haben sie jetzt geholt, genauso wie Jay Crowder. Beide, steht noch nicht fest, ob die heute auflaufen werden. Tyler Hero, soweit ich weiß, ist schon draußen, hat sich gegen den, ich glaube sogar es war gegen Philadelphia verletzt. Jimmy Butler, letztes Spiel in Sacramento ausgefallen. Ich habe gehört, dass er auch diesmal wieder ausfällt, oder was heißt gehört, gelesen, auch wenn hier Day-to-Day steht. Und bei den Trailblazers, Hassan Whiteside, der einzige Spieler, der hier wichtig ist, mit Day-to-Day, aber der wird gegen sein Ex-Team hoffentlich auflaufen. Von daher, wenn Butler ausfällt, dann kann man davon ausgehen, dass die Portland Trailblazers das gewinnen werden, denn für die zählt wirklich jeder Sieg. Die Heat spielen eine sehr, sehr, sehr solide Saison mit Platz 4. Aus meiner Sicht über meine Erwartungen, aus deren Sicht genau da, wo sie hingehören. Und die Trailblazers brauchen jetzt wirklich Siege gegen gleichwertige oder schlechtere Teams. Und auch wenn Butler spielt, sind für mich hier die Trailblazers der Favorit. Allerdings, wenn es offiziell wird, dass er ausfällt, kann ich mir vorstellen, dass viele auf Portland tippen und dementsprechend die Quote noch weiter runtergeht. Also Portland hier minus 2, eine 1,82 ist noch besser als der reine Sieg mit der 1,69. 4,5 Punkte, das ist mir schon wieder ein bisschen zu viel. Von daher Portland minus 2 ist, glaube ich, auch eine Sache, die man sehr, sehr gut vertreten kann. Dann, liebe Freunde, würde ich schauen,
nochmal hier auf die Gesamtübersicht und dann kommen wir doch schon zu den Tipps. Ja, also Oklahoma City gegen Boston. Hier machen wir over 215 Punkte für eine 1-8-2. Mein Winning-Tipp wäre auf die Celtics, aber darauf will ich nicht setzen. Hawks gegen Knicks, mein wirklich Lieblingstipp. Minus 2 auf die Hawks, gibt dann eine 1-8-3. Gefällt mir sehr gut. Ich erwarte auch sehr, sehr viele Punkte. Allerdings ist mir die Line viel zu hoch. Also hier klicken wir mal die Freunde aus Atlanta an. Philadelphia mit einem wirklich schwachen Gegner daheim. Normalerweise gefallen mir kleine Quoten nicht so, aber wir machen hier so eine Art Pussy-Winning-Kombi. 76ers plus Clippers gibt immerhin noch eine 1-4 oder 1-5 oder sowas, je nachdem, wo man halt spielt. Reicht mir in dem Fall auch, um da mal eine Einheit zu setzen, um eine halbe zu gewinnen. Wüsste nicht, was schief gehen sollte, wie im Sportwetten das halt immer so ist. Am Ende geht es doch schief. Wizards gegen die Grizzlies. Warum sollen die Wizards jetzt zwei Spiele in Folge gegen Playoff-Contender im Westen gewinnen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es sind die Washington Wizards. Und klar, Bradley Beal ist geil. Aber Jeremy Morant auch. Valanciunas. Jackson. Klar, Crowder fehlt jetzt. Aber wir gehen auf die Grizzlies. Deutlich wettfreudiger als hier in den letzten Wochen von den aktuellen Begegnungen. Hoffen wir mal, dass sich das am Ende auszahlt. Houston Rockets gegen Utah Jazz. Hier sichern wir uns den Sieg der Jazz mit einem Asian Handicap plus 5 ab. Gibt immer noch die Quote von 1,75. Und bitte, it's Dame Time. Lass mich nicht im Stich. Damian Lillard, gönn dir auch Hilfe von McCollum. Von mir sogar von Anthony. Den mag ich nicht, aber gegen Miami soll doch alles funktionieren. Minus 2, auch für ein 1-8-2. Jimmy Butler soll ruhig noch eine Runde aussetzen und Portland seinen Playoff-Run weitermachen. Dementsprechend freue ich mich wieder auf Likes, auch gerne auf eure Kommentare, Ideen. Nächste Woche, einen Tag auf den nächsten Sonntag, ist dann das All-Star-Game. Team Giannis gegen Team LeBron ist hier auch schon eingeblendet. Keine Ahnung, was der Antetokounmpo da zusammen gedraftet hat. Da finde ich, hat LeBron die deutlich clevereren Spieler genommen. Aber ich glaube, dieses All-Star-Weekend schauen wir uns dann nächste Woche an. Vielen Dank, dass ihr so lange hier dabei wart und ich wünsche euch noch einen wunderschönen und hoffentlich ungefährlichen stürmischen Sonntagabend und Nachmittag. Bye, bye! Otspedia.